Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe leider keine 10 Minuten, aber 2 Sätze darf ich sagen, Herr Dr. de Maizière. Ich bin Ihnen ausdrücklich dankbar für die gerade gefundenen Worte zur parlamentarischen Demokratie in Deutschland und zur Parteiendemokratie und will mich dem Dank der Frau Präsidentin anschließen, denn als ich neu in den Bundestag einzog, waren Gespräche zu führen. Das will ich in der Sache nicht weiter vertiefen, aber die haben gemeinsam stattgefunden mit der amtierenden Frau Präsidentin zum Thema Migrationspolitik und Ihren, Herr Dr. de Maizière, und daraus habe ich gelernt, nicht nur, dass Sie ein streitbarer Parlamentarier sind, sondern jemand, der im menschlichen Umgang stets korrekt war. Und dafür will ich mich im Namen des ganzen Hauses sehr herzlich bedanken, lieber Herr Dr. de Maizière. Applaus 2021 steht wieder eine Bundestagswahl im Haus, und auch da sind Entscheidungen zu treffen. Und die Ausgangslage, jetzt will ich zum Thema Vermögensteuer sprechen, dafür ist vergleichsweise klar. Frau Kiesel-Thepe hat das eben noch mal für die SPD deutlich gemacht. Sozialdemokraten, Grüne und Linke wollen die Wiedererhebung der Vermögensteuer in Deutschland. Es wird immer wieder das Märchen erzählt, es geht um irgendein Bargeld in irgendeinem Tresor. Die Tatsache ist, meine Damen und Herren, wir reden von investierten Vermögen in den deutschen Familienbetrieben, meine Damen und Herren. Die wollen Sie in Wahrheit treffen. Dagegen richtet sie die Vermögensteuer. Und das müssen die Menschen wissen vor der Bundestagswahl 2021. Ich habe gerade einen Call gehabt mit Nordmetra, mit einer Kollegin aus Ihren eigenen Reihen. Da wurde das große Lied auf den Mittelstand gesungen. Da wurde gesagt, jetzt die mittelständischen Unternehmen, der deutsche Mittelstand, gerade nach der Krise, der muss doch entlastet werden. Nachdem die Hilfen erst nicht angekommen sind, muss doch jetzt wenigstens vernünftig mit dem Mittelstand umgegangen werden. Nachdem erst die Hilfen nicht ankamen über viele Monate, kommt jetzt die Androhung einer neuen Substanzbesteuerung, meine Damen und Herren. Sie fallen dem deutschen Mittelstand in den Rücken mit dem, was Sie im Bundestagswahlkampf fordern, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und die Vermögensteuer ist extrem bürokratisch. Das war sie damals schon, als sie bis in Mitte der 90er Jahre erhoben worden ist. Der Erhebungsaufwand, der ist bisweilen höher als die Einnahmen selber. Das zeigt doch, es geht in Wahrheit nicht darum, Einnahmen für den Staat zu generieren. Es geht in Wahrheit nicht darum, irgendeine Art der Gerechtigkeit herzustellen. Nein, die Vermögensteuer ist ein politisches Kampfinstrument auf dem Rücken der Mittelständlerinnen und Mittelständler, was Sie hier im Bundestagswahlkampf machen. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen, und das muss verhindert werden am 26. September. Und nebenbei gesagt, die Vermögensteuer, ich wende das mal mich in Richtung der Kollegen der Linken, die Vermögensteuer, die ist ja so kompliziert, dass Ihre Parteivorsitzende bei Markus Lanz nicht einmal in der Lage ist, zu erklären, was Ihre Partei beim Thema Vermögensbesteuerung eigentlich fordert, meine Damen und Herren. Der Auftritt, ich empfehle ihm jedem, müsste doch eine Lehre sein, dass die Erhebung der Vermögensteuer großer Quatsch ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, das Ziel muss sein, dass wir etwas für den Vermögensaufbau tun. Deswegen haben wir hier sehr konkrete Vorschläge im Rahmen eines Entschließungsantrags gemacht. Wir müssen doch jetzt gerade den Menschen, die bisher noch ein kleines Vermögen haben, wir müssen denen doch zu einem größeren Vermögen verhelfen und nicht immer nur darüber diskutieren, wie man bestehende Vermögen verkleinert. Das muss das Ziel der Politik in Deutschland sein. Und hinzu kommt, das Gesamtsteueraufkommen wird bei der Einführung einer Vermögensteuer sinken, meine Damen und Herren. Ich sage das in Richtung der Kollegen der SPD, denn das ist nicht meine Behauptung, sondern das ist das Ergebnis eines Gutachtens, den das damals bis 2017 SPD-geführte Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Ich will zitieren: Das Gesamtsteueraufkommen des Staates fällt infolge der Einführung einer Vermögensteuer langfristig geringer aus als ohne Vermögensteuer. Die langfristigen Folgen sind ein deutlich geringeres Investitions-, Produktions- und Beschäftigungsniveau, als dies ohne Vermögensteuer der Fall wäre. Die klare Botschaft lautet, meine Damen und Herren, Sie richten sich nicht nur gegen den Mittelstand, das habe ich jetzt mehrfach wiederholt, sondern in Wahrheit richtet sich diese Steuer gegen die Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland, meine Damen und Herren. Das ist die Politik der Sozialdemokratie im Wahlkampf. Das kann kein Rezept für ein erfolgreiches Deutschland sein. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Christian Dürr. Danke Ihnen. Nächster Redner, Jörg Cézanne für die Fraktion Die Linke.